Hallo und herzlich willkommen beim PEW Review Kanal. Heute zeige ich euch in kurzen Zügen die Ausrüstung und Uniformierung der Fußartillerie um 1914 im Ersten Weltkrieg. Die Fußartillerie war im Vergleich zur Feldartillerie eher mit schweren Kanonen ausgestattet und der Name kommt halt daher, dass bei der Formierung dieser Waffengattung im Gegensatz zur Feldartillerie die Fußartillerie hinter den Kanonen hinterherlief. Das war aber im Ersten Weltkrieg eher schon eine, sagen wir mal, historische Bezeichnung, da die Protzen im Ersten Weltkrieg schon so vorgesehen war, dass die Bedienmannschaften für die Geschütze aufsitzen konnten. Im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Uniform der Fußartillerie nicht wesentlich von der Uniform der Infanterie. Sie hat dieselben Aufschläge, nur in der Waffenfarbe schwarz. Des Weiteren wäre bei dieser Uniformierung zu erwähnen, dass die technischen Truppen wie Artillerie, Pioniere oder Tran mit der Patronentasche 87, 88 ausgerüstet waren, da sie anders als Frontsoldaten nicht so viel Munition mit sich führen mussten. Hier seht ihr nochmal im Vergleich die Patronentaschen der normalen Infanterie zu den Patronentaschen der technischen Truppen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal war der Helm, der Lederhelm mit Spitze oder umgangssprachlich Pickelhaube genannt, der sich dadurch von denen der Infanteristen unterscheidet, dass er halt einfach eine Kugelspitze hat. Dieser Helm wurde eigentlich zu der Zeit mit Überzug getragen, aber um euch die Haube noch einmal zu präsentieren, habe ich den einfach mal weggelassen, damit man besser die Unterschiede erkennt. Feldmäßig zu der Uniform wurden auch bei der Artillerie der Leibriemen mit Koppelschloss getragen. Auf der Seite der Brotbeutel mit der Wasserflasche, alles in der frühen Kriegsausführung. Und auf der anderen Seite natürlich der Infanteriespaten mit dem Seitengewehr. Und die Trottel in meinem Fall zeigen die Farben der 11. Kompanie. Die Schulterklappen der Fußartillerie waren im Gegensatz zu der der Feldartillerie alle einheitlich mit weißen Verstößen und der Regimentsnummer versehen. Wie in dem letzten Video zu dem MG-Scharfschützen auch schon mal vorgestellt, ist das der Marschstiefel 1866 hier quasi in Loga, wie sie ausgegeben wurden, mit einer benagelten Sohle. Einer der Gründe dafür, warum die Waffengattung der Fußartillerie heute in dem Maß nicht mehr existiert, liegt einfach daran, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg von den Ententemächten verboten wurde. Also es wurde die schwere Artillerie wurde für Deutschland verboten und damit wurde einfach die Fußartillerie als Waffengattung an sich abgeschafft und so auch nicht wieder eingeführt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über den Ersten Weltkrieg erfahren wollt, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Auf Wiedersehen.